willkommen zu einer neuen Folge Maniac TV. Samstagvormittag, ich bin auf dem Weg in die Garage, denn es geht angeln. Und zwar die nächsten 24 Stunden. Ja, bis morgen Mittag habe ich Zeit. Guter Kumpel und Teammitglied Alex Meyer begleitet mich. Wir zwei haben uns einen See rausgesucht, den wir so noch nicht kennen, den wir so noch nicht befischt haben. Sprich, total unbekanntes Gewässer für uns. Wie wir dabei vorgehen, was wir machen, alles hier in diesem Video. Ich packe jetzt erstmal ein, dann treffe ich mich mit Alex, holen die Karten und dann sehen wir uns am See. Dranbleiben. Angekommen, aufgebaut, eingerichtet, Routen liegen. Das übliche Prozedere am Anfang. Schleppen. Man ist froh, wenn man fertig ist und wenn man mal zur Ruhe kommt. Das stimmt. Ja. Aber trotz allem ist es immer wieder was Feines. Draußen in der Natur, ja. Das Wetter hat jetzt doch noch aufgerissen. Bisschen bewölkt. Ja, See ist um die 35 Hektar, ein Stausee von dem Fluss. Sind mit dem Futterboot drüber gefahren. Hat sehr viel Struktur, sehr viel Kraut. Boah, viel Kraut. Aber haben ein paar schöne Plätzchen gefunden. Ich fische meine beiden so auf circa 3,5 Meter. Einmal habe ich Tigernuss-Kombi mit einem kleinen weißen Poppy drauf und eine mit einem weißen Pop-Up auf der anderen Route. Ja, schauen wir mal. Ob da was geht. Wird schon was laufen. bei mir, ich fisch, eine Route liegt etwas tiefer in einer, ja, eher so ein fallendes Loch auf, was war es, 4 Meter, knappe 5 Meter? Knappe 5 würde ich sagen. Ja, und die andere liegt dann auch so wie beim Dani ungefähr bei zwischen 3 und 3,5 Meter. Die eine fische ich mit XXL Mais, Kombi mit Tigernuss. Die andere fisch ich mit einem zweierlei geteilten Poppy. Und ja, schauen wir mal. Wir werden sehen. Ich hoffe, es wird was laufen. Ja, wissen tut man es nicht, aber wir sind guter Dinge. Als Futter haben wir uns dafür entschieden, dass wir hochattraktiv fischen, weil wir eben nur 24 Stunden Zeit haben. Haben wir uns für einen Partikelmix entschieden, der vor Ort dann noch mit Groundbait angemacht worden ist und geflavored worden ist. Bei dem anderen, naja, wie soll es auch anders sein? Krill in 16 und 20 mm, Tasty Nuts und ein paar Pellets. Ja, und ein bisschen Hanfkörner. Stimmt, Hanf. Haben wir auch noch mit dabei. Partikelmix, ja. Genau.
und das Ganze habe ich dann noch ein bisschen zusätzlich das Ü-Tüpfelchen draufgesetzt. Muss man übertreiben. Und habe dann noch ein bisschen, also diesen sogenannten Gu-Dip mal schön drüber geflavored. Und schauen wir mal, es gibt auf jeden Fall eine dicke Wolke. Und ja, das wird schon werden. Ja, die Fische müssen jetzt nur noch auf den Platz kommen, beziehungsweise das Futter annehmen. Und dann dürfen die Ruten losschreien. Ich hoff's. Ja. Nur nasse Schnüre fangen Fische. Das stimmt, ja. Ne, wir werden uns jetzt noch gemütlich machen. Werden noch ein bisschen zusammensitzen, ein bisschen ja, die Natur beobachten, aus Wasser rausgucken. Das ist ein wunderschöner See. Vielleicht fahren wir noch mal ein bisschen raus zum Loten. Ja. Schauen wir eventuell noch heute Nacht irgendwie noch einen Spot vielleicht umlegen. Jetzt werden wir mal wahrscheinlich mal 2-3 Stunden noch mal warten, ob was geht. Und dann schauen wir mal, ob wir noch mal rausfahren, ein bisschen loten und eventuell dann noch mal umsetzen für die restliche Nacht. Und dann schauen wir mal. Aber wir werden erst einmal schauen, erst mal liegen lassen und dann werden wir mal vielleicht umswitchen. Dass gute Fische drin sind, wissen wir. Haben wir jetzt schon von mehreren Quellen gehört. Auch gute Fische. Ja, also ziemlich, ziemlich kapitale Fische auch. Ja. Man hat es auch im Echolog gesehen. Schauen wir, wie die da stehen. Es waren auch ziemlich Fische, weil dadurch, dass der so krautreich ist, waren die Fische, also man hat sehr, sehr viele Fische und auf einem Haufen immer gesehen. Also das ist schon gut gedeckt mit Fische, das Gewässer. Da kann man nichts sagen. Ob es halt jetzt immer die gleichen oder immer Karpfen waren, das kann man halt nicht erkennen. Es waren auf jeden Fall ein paar dicke dabei, ein paar kleinere. Vielleicht waren es auch Schwärme von Köderfischen, aber ja, wir haben direkt am Fisch abgelegt. Mal gucken. Ansonsten, wir genießen jetzt den Abend. Wenn was läuft, seid ihr dabei. So Leute, dann gehen wir mal zu dem gemütlichen Teil wieder über und wie ihr ja alle kennt, Cheers! Ja, so lasst es leben. Ja. Bis dann. Morgen erstmal. Guten Morgen. Nacht war eigentlich relativ ruhig. Zu ruhig. Ja, leider zu ruhig. Fangen konnten wir nur 2 Klodeckel. Aber das waren wirklich mehr als Klodeckel, würde ich sagen. Die waren schon richtig mega. Naja. Aber Fisch ist Fisch. Wenigstens haben wir was gefangen. Wir sind entschneidert. Da zumindest ich nicht. Naja. Wir arbeiten hier als Team, ja. Also sind wir entschneidert.
Ja, die unten aus. Ich bin ganz schön drum. Also bei mir gab es gestern Nacht mal einmal einen Run. Ansonsten war gar nichts mehr. Und ja, das war es eigentlich von mir, von meiner Angelei hier soweit. Ja, also sehr interessanter See auf jeden Fall. Der hat uns nicht das letzte Mal gesehen, würde ich sagen. Nee, das glaube ich auch nicht. Weil Fische sind drinne und das auch große, müssen halt nur einen ans Band bekommen. Ja, ich schätze, wir werden mal auch andere Spots mal schauen, des Öfteren mal, wie gesagt, mal herfahren, mal mit dem Boot auch mal rausfahren, ein bisschen schauen und ja, dann werden wir das Bestmöglichste dann halt draus machen. Genau. Ja, jetzt heißt's drei packen, weniger zwei packen ist gleich einpacken. Ja. Und somit verabschieden wir uns auch. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es war die erste für uns. Ja. Auch im Team zusammen. Und werden, denke ich, es wird des Öfteren wahrscheinlich nochmal Videos geben von uns. Ja. Sofern Dani und ich Zeit haben und die Zeit auch finden, dass wir zusammen rausgehen können. Weil es ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Dani bekommt jetzt den Nachwuchs, meiner ist schon da und da ist es immer relativ schwierig, Zeit zu finden. Aber wir tun unser Möglichstes, unser Bestes, dass wir immer irgendwo ans Wasser kommen. Also ihr werdet von uns schon nochmal öfter was hören, ja, definitiv. Ja, jetzt hoffen wir, dass der Einpackfisch noch kommt. Der muss eigentlich immer sein. Meistens war es bei mir immer. Dann ja, schauen wir mal. Hoffen wir. Ja, ja. Nee, ansonsten war wirklich ein paar schöne Stunden am Wasser. Gestern die Abendstimmung war auch bombastisch. Das Wetter hat gehalten. Ja. Hat kurzzeitig mal durch bewölkt. War sehr, sehr dick. Man hat kurzzeitig auch schon, dass es regnet. Aber es hat eigentlich gut gepasst. Es war nicht zu heiß und nicht zu kalt. War eigentlich perfekt. Schön, ja, zum Angeln, hätte ich gesagt. Doch, war nicht zu heiß, nicht zu kalt. Nee. Weil wenn man die letzten Tage so angeschaut hat und mal draußen war, das war schon nicht ganz prickelnd. Ja. Kann natürlich auch sein, dass dadurch die Fische jetzt nicht so in Beißlaune waren, weil dieser Wetterumschwung war von 32 Grad auf 20 Grad. Ja, 16 haben wir gehabt. Oder 16. Ja. In der Nacht dann nochmal ein bisschen. Meistens immer, wenn ich draußen war und es war eine Woche brutal heiß, dann kam wieder dieser Wetterumschwung, zack, wieder runter auf zwischen 12 und 15 Grad und dann ging halt gar nichts mehr. Ja, dann hat es erst nach einer Woche wieder eingependelt und dann ging wieder was. Das ist halt, ja. Das ist wie verhext, aber mal, es ist wie bei uns. Beim heißen Wetter, wenn es zu heiß ist, wollen wir auch nicht raus. Und wenn es dann passt, dann sind wir wieder alle draußen. Ich kann mich noch erinnern, irgendjemand hat mal gesagt, trockene Schnüre können nichts fangen. Das stimmt allerdings. Deswegen waren wir draußen, deswegen haben wir es probiert. Wir haben euch mitgenommen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Jawohl. Ciao, ciao. Ja, ja, schneiden. Leute, abspannen. Dingelingeling. Schaut mal da hin. Futter, Futter, Futter. Wer Futter braucht, bitte kommen, schaut vorbei, www.fishingmaniacs.de. Beste Futter ever. Und Rabattcode nicht vergessen. Sehr Daniel richtig. 2022, 10% auf die komplette Bestellung, außer Boote. Very nice. Also schaut vorbei. Wir sind dieses Jahr auch noch auf zwei Messen. Einmal die in Magdeburg und einmal die Berlin. In Berlin. Da sind wir mit dem Stand vertreten. Also, wenn ihr Lust habt, kommt vorbei. Wir freuen uns. Sprecht mit den Jungs. Sprecht mit Fragen, Erfahrungen aus. Fragen, Anregungen, Wünsche. Sind für keine alles Ahnung. Offen. Ihr könnt's mit uns kann man reden. Tackle-technisch haben wir auch im Sortiment Sonic. Und wenn jemand was braucht, einfach mal vorbeischauen. Schaut's rein in die Internetseite. Wie gesagt, fishingmaniacs.de. Ist alles vorhanden, was das Herz begehrt, alles was Thema Karpfen, Fishing zu tun hat.
Lohnt sich auf jeden Fall, also bitte. Ganz vergessen, www.fishingmaniacs.de. Kommt vorbei. Ciao, Servus.